Ja, zu den übertragungstechnischen Grundlagen gehört auch, dass wir uns damit beschäftigen, was können für Störeinflüsse eine Rolle spielen und wie können wir diese Störeinflüsse auch bei der Übertragung berücksichtigen, sodass wir letztlich eine störungsfreie Übertragung sicherstellen können. Aber betrachten wir zunächst einmal typische Fehlerarten bei der Übertragung und es fängt damit an, dass wir die physikalischen Grenzen des Mediums uns angucken müssen. Da gibt es zum Beispiel eine unterschiedliche Art von Dämpfungen, die eine Rolle spielen. Wir haben das schon ganz kurz darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Kupferkabel eher für den Nahbereich sind, während wir mit der Lichtwelle, mit dem Lichtwellenleiter auch weitere Strecken überbrücken können. Dann haben wir so ein Thema wie Bandbreite und die Bandbreite ist begrenzt. Nicht alle Medien können gleich große Bandbreite übertragen. Dann macht die Physik eine einfache Geschichte. Sie lässt alles irgendwie schwingen. Thermisches Rauschen wird dadurch verursacht. Und wir hatten ganz kurz darüber gesprochen, warum eigentlich Adern bei einem Kupferkabel verdrillt sind. Da geht es um das Thema des Übersprechens. Also das sind alles physikalische Effekte, die durch Induktion, durch andere Einflüsse erzeugt werden. Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von weiteren. Und wir müssen davon noch unterscheiden, dass es auch Fehler gibt bei der Vermittlungseinrichtung oder aber auch Fehler, ja, die könnte man eigentlich vermeiden, aber die sind letztlich auch Tagesgeschäft, nämlich Sabotage von Daten. Auch damit sollten wir uns beschäftigen. Ja, kommen wir aber zunächst einmal zu den physikalischen Störgrößen und da fangen wir mal an mit der Dämpfung. Dämpfung bedeutet ja grundsätzlich, dass das gesendete Signal in irgendeiner Form reduziert wird. Also das empfangene Signal R von T ist kleiner als das gesendete Signal und das Verhältnis dieser Dämpfung ist letztlich abhängig von den Eigenschaften des Mediums selbst. Und das bedeutet, wenn wir einen Dämpfungswiderstand haben, dann müssen wir nicht nur den ohmschen Widerstand berücksichtigen, sondern wir müssen auch die Blindwiderstände berücksichtigen. Das Ganze ist dann ein sogenannter Scheinwiderstand, der sich eben aus beiden Komponenten, aus der ohmschen Komponente und aus der Komponente der Blindwiderstände zusammensetzt. Die Blindwiderstände wiederum, das kennen Sie vielleicht noch aus dem Schulbereich, setzen sich zusammen aus dem induktiven Widerstand. Das Thema der Selbstinduktion hatten wir schon im Zusammenhang mit dem verdrillten Kabel. Und dem kapazitiven Widerstand, nicht? Wenn Sie zwei Leiter nebeneinander führen, ganz klar, dann haben Sie dazwischen auch so etwas wie einen Kondensator. Und genau das müssen wir berücksichtigen. Und dabei ist es eben wichtig, Sie sehen, da taucht das Omega wieder auf, die Kreisfrequenz, dass diese Widerstände frequenzabhängig sind. Ja, und wenn wir Dämpfung haben, dann müssen wir umgekehrt dafür sorgen, dass vielleicht Signale, die gedämpft sind, wieder verstärkt werden. Also beschäftigen wir uns mal mit Dämpfung und Verstärkung. Verstärkung bedeutet grundsätzlich, wenn wir so ein System betrachten, wie wir das hier haben. Wir haben bestimmte Eingangsgrößen, eine Eingangsspannung, Eingangsleistung, Eingangsstrom. Und wir setzen dazu ins Verhältnis die Ausgangsgrößen, Ausgangsspannung, Leistung und Strom. Dann ist es so, wenn die Ausgangsleistung größer ist, oder die Ausgangsspannung oder Ausgangsstrom, als der Eingangsstrom, dann sprechen wir letztlich von Verstärkung. Und im anderen Fall, und das ist der Fall, wenn wir nichts tun, dann handelt es sich dabei um Dämpfung. Und für Verstärkung und Dämpfung gibt es dann ein wichtiges Maß, das Dämpfungsmaß oder Verstärkungsmaß. Wir sehen das hier angefangen, wenn wir die Leistungen ins Verhältnis setzen, dann haben wir eine Leistungsdämpfung oder Verstärkung, je nachdem, wie das Vorzeichen ausfällt. Und entsprechend ist das bei Spannung und Strom zu sehen. Nun, dieses Verhältnis wird dann noch mit einem Faktor ergänzt, bei der Leistung in Faktor 10, bei Strom und Spannung in Faktor 20. Das hängt letztlich damit zusammen, wie Strom und Spannung die Leistung ergeben. Vielleicht erinnern Sie sich daran, das ist ein quadratisches Verhältnis. Und wir wollen das Ganze logarithmisch darstellen, damit wir das auf einer einfachen Skala auch überhaupt in verschiedenen Größenordnungen darstellen können. Und wir sehen das mal jetzt hier in diesem Fall für die Spannungsdämpfung. Und wenn wir mal eine Spannungsdämpfung uns rausnehmen, wenn wir eine Dämpfung von minus 20 dB haben, dann heißt das, die Ausgangsspannung entspricht nur noch 10% von der Eingangsspannung. Also minus 20 dB heißt, wir haben nur noch 10% des ursprünglichen Signals. So, das wäre also eine Form der Dämpfung. Und nun gibt es
darüber hinaus verschiedene Störeinflüsse, die eben nicht so linear ablaufen, wie wir das jetzt hier bei der Dämpfung sehen. Also zum Beispiel das Thema der Bandbreitenbegrenzung. Wenn ich nur eine bestimmte Bandbreite zur Verfügung habe, dann wird ein Signal A0 irgendwo, wenn es übertragen wird, letztlich verformt, und zwar durch unsere Blindwiderstände. Und wenn wir diese Bandbreite zur Verfügung haben und kommen dann an die Grenze dieser Bandbreite, dann sehen wir das sehr schön, ein gesendetes Signal wird beim Empfang entsprechend verformt. Und wenn Sie sich diese Kurven etwas genauer angucken, dann erinnert das vielleicht an die Lade- und Entladekurve eines Kondensators. Das ist tatsächlich eine kapazitive Verformung, die wir hier haben. Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, letztlich haben wir auch immer mit thermischen Rauschen zu tun. Das heißt also, die Leiter und die Festkörper als solches bewegen sich, die Gitter bewegen sich, und durch diese Gitterbewegung haben wir letztlich ein zusätzliches zufälliges Rauschen. Und dieses zufällige Rauschen müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Also wenn wir wieder ein Ausgangssignal erzeugt haben, was möglichst rauschfrei ist, dann gehen wir über die Übertragungsstrecke und stellen am Ende fest, dass das empfangene Signal nicht nur gedämpft ist, sondern gleichzeitig auch noch verrauscht. Und das ist also sozusagen ein statistisches, ein verteiltes Rauschen. Daneben gibt es auch ein Rauschen, was ein sogenanntes Impulsrauschen ist, ein Burst, wo also zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine bestimmte Zeitperiode ein starkes Rauschsignal vorliegt. Das sehen wir hier. Das kann also ein elektromagnetischer Impuls sein, wie ein Blitz oder aber auch eine Entladung, die in so einem System stattfindet, wie auch immer. Und die führt letztlich dazu, dass in der empfangenen Signalkurve natürlich ein bestimmter Teil echt kritisch ist, um noch das Ursprungssignal wiederherzustellen. So, und dazu gibt es also auch eine theoretische Formel, die wir uns mal kurz anschauen sollen, nämlich wie hängt eigentlich Bandbreite und Übertragungsrate zusammen. Und Nyquist hat dazu mal ein Theorem formuliert, was ausschließlich für rauschfreie Medien gilt, also nicht für reale Medien, sondern wo man erstmal generell sagen kann, selbst wenn ich ein ideales, rauschfreies Medium habe, ist die Übertragungskapazität begrenzt durch die Bandbreite. Und das sehen wir hier. Wir sehen hier zum Beispiel mal eine Telefonleitung mit einer Übertragungsbandbreite von 3 kHz und wir haben mal ein höherwertiges Signal. Sie erinnern sich, Baudrate, Bitrate, höherwertiges Signal, n gleich 16. Dann in dem Fall können wir 24.000 Bit pro Sekunde übertragen. Nicht beliebig viel, sondern durch die Bandbreite selber ist es auch schon theoretisch begrenzt. Wenn wir jetzt in ein reales Medium gehen, dann sieht das Ganze nochmal wieder etwas anders aus. Dann ziehen wir dort das Shannon-Theorem zu Rate. Und da spielt es dann eine Rolle, wie groß ist das Verhältnis zwischen Signal- und Rauschanteil. Und wenn wir uns da typischerweise zum Beispiel eine Telefonleitung angucken und wir haben mal ein sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis hier von 30 dB, also ein Signal, was tausendfach größer ist als das Rauschen, dann können wir zum Beispiel über diese Telefonleitung auch nur maximal knapp 30 Kilobit pro Sekunde übertragen.